Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play die Sims 3. Mein Name ist Alex und wir sind hier gerade auf dem Weg zur Staffelei, um ein bisschen zu malen. Das wollen wir aber noch ein bisschen erweitern, ein mittleres Gemälde wollen wir malen. So. Oh, sehr gut. Das sieht schon gar nicht mal so schlecht aus. Sieht aus ein bisschen wie so eine Kuh, da rot nass. So. Level 3 haben wir dann schon erreicht. Sehr gut. Da bekommen wir auch langsam Hunger, würde ich mal sagen, dass wir duschen gehen und Reste essen von Frühstück servieren. Pfannkuchen machen wir dann mal. Öffnen. Verdorbenes Essen kann ich auch ausräumen. Da singt er auch ganz formidabel bei der Dusche. Geschirr spülen kann man auch machen. So. Ja, Müll rausbringen kann man auch gleich noch machen. Also Samstag ist dann so unser Haushaltstag. Igor Weiß hat die Grundlagen des Gebiets Kochen begriffen. Er wird sich immer an den Augenblick erinnern, als plötzlich alles. Keine Ahnung, weshalb das jetzt kommt. Na genau. Level 4, Spaghetti, Sushi. Okay, mit der Angriffsfähigkeit sollten wir uns befassen. Das werden wir nicht machen, denn ich finde, wir haben auch schon genug hier. Also kochen, malen, Logik. Ist schon nicht gerade wenig, was wir machen. Male ab, Pfannkuchen. Sehr gute Abfallkuchen. Da werden wir mal ein Tellerchen von nehmen. Den Rest stelle ich einfach mal weg. So, sehr gut. Jo. Benutzen können wir dann auch gleich machen. Da Müll rausbringen, benutzen, Hände waschen, Zähne putzen und dann, was macht man denn dann? Ach genau, ich wollte, habe ich in der letzten Folge angekündigt, wir werden uns heute mal ein bisschen um den Garten kümmern. Also wenn Igor gleich drinnen ist, werden wir uns dann hier mit dem Garten ein bisschen befassen. Jetzt erstmal Zaun aussuchen und ich würde vorschlagen, dass wir uns ja. Ja, genau, diesen Lattenzaun, den finde ich schön. Falsch rum. Richtig herum. So. Und ich denke, dass wir den Zaun bis hier vorne durchziehen können. Mal wieder reinzoomen hier. Ah, ist richtig. Kostet uns auch nur 1260 Simoleons. Ist ja überhaupt nicht viel. Dann würde ich vorschlagen, erstmal bis hier. Ja, genau. Da nochmal zu hier runter. Da sind wir schon fast unser ganzes Geld los. Jungs, Mädels da draußen. Deswegen. Zack, zack, zack. Und kopieren. Hier wieder einfügen. Copy-Paste. Denn das andere wäre echt viel zu teuer gewesen. Da ein Grundstück halt nicht auch gut, denn würde gerne hier noch eine kleine Fensterfront reinsetzen mit Tür natürlich auch, damit noch ein bisschen Licht hier reinkommt. Gute. So Fensterchen, das sieht doch mal ganz ganz fein aus hier.
dann Stein, Folium, Holz, genau. Hier alles auskleiden damit, denn jetzt können wir hier einfach, oder nehmen wir, ich glaube, wir nehmen hier mal Mauerboden. Ein Mauerboden. Oh, das Ganze wieder weg. Und dann können wir hier noch Säulen setzen. Wir können nach oben gehen, hier das auswählen. Da passt das leider nicht ganz. Wenn jetzt noch einen weiter nach oben gehen, können wir wieder auf das Dach zugreifen. Das Dach werden wir hier auch schön drüber machen. So, weg. Oder so ein Dach, gut. So, wieder hier. Hier runter. Brauchen wir den ja nicht mehr hier. Jetzt würde ich vorschlagen, dass wir das Ding hinten basteln. Hier. Vielleicht nicht direkt unter das Fenster. Dann hier noch so ein bisschen Fach. Hier kommt dann der Garten. Hatte ich mir jetzt so gedacht, einfach. So, hier einmal komplett auskleiden. Da können wir hier jetzt einfach Mammutbaum einsetzen. So. Dann Vorschlaghammer. Das alles wegmachen. Da dann überall Gras an. Quasi hier ein. Genau, sowas. Entschuldigung, da muss ich kurz husten. Oh. Ja, das war jetzt ganz so richtig, leider. So, bis dahin so. Dann hier das große Werkzeug einmal rausholen. Jetzt hier so einmal ganz schön lang. Hier können wir uns eigentlich noch den Lenkern reinmachen. Hey, das hier bitte. Dass es hier am Haus entlang weitergeht. Oh, schön. Dass wir hier jetzt noch ein Gartentürchen reinsetzen können. Das hier, Lattenzaun vor. So, war. Sollen wir auch einfärben. Das hat eine andere Farbe. Oh, jetzt hat es auch. Gleiche Farbe. Jetzt haben wir hier so ein bisschen Platz, Gemüse anzubauen. Hier so einen kleinen abgesteckten Gartenfach. Natürlich auch noch eine kleine Terrasse, auf der wir uns dann hinsetzen können, um uns so ein bisschen zu entspannen. Können wir auch eigentlich noch hier, wenn wir noch genug Geld, ein bisschen Gartenmobiliar hinsetzen. So, hier vielleicht. Oder. Doch, kann man dann. Hier so, so. Weil, wie viel kostet das hier? Ja? Hier. Herbst. Brauchen wir jetzt im Herbst, Winter eh nicht. Brauchen wir den auch noch nicht zu kaufen. Stattdessen hätte ich hier gerne noch Außenbeleuchtung. Da finde ich die Türmchen beleuchtet sehr schön. So. Da haben wir noch 500 Simoleons. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt hier schon mal mit der Wand anfangen zu färben. Und ich hatte da wieder das hier gedacht. Kostet nur 100. Von hier. Können wir auch gleich mal hier vorne machen. Kostet
460. Teuer noch. Also nur hier vorne dann halt überreichen. Damit das wenigstens von vorne ordentlich aussieht. Hinten braucht ja nicht. Vorne die Küche können wir noch machen. So. Sehr gut. Dann sieht wir uns unser Häuschen auch schon wieder ein bisschen besser aus. Wunderschön. Und drin noch Vorhänge aufhängen. Vorhänge. Die gibt es hier, genau. Die sind aber schon zu teuer. Also müssen wir uns jetzt auch erstmal so zufrieden geben. Aber so reicht ja eigentlich auch fürs Erste, würde ich jetzt mal sagen. Und es sieht auch wirklich nicht schlecht aus. So. Wenn der Igor gleich fertig ist, muss ich auch erstmal noch kurz die Screenshot für die letzte Folge machen. Lanko Black Becken putzen und da ist es auch kaputt gegangen. Sehr gut. Also mit das mit dem Händewaschen und Zähneputzen können wir uns abschminken. Stattdessen werden wir das jetzt auch erstmal reparieren. So, schneller hier Vorlauf. Sehr gut. Säubern bis Mark los. Yep. Level 3 haben wir schon. Wir können jetzt Geräte so Fähigkeit verbessern. Lassen wir das mal drin. Dann noch das Pütze aufwischen und dann können wir auch mal eben hier den Screenshot machen. Nee, gucken, wie lange ich schon aufnehme. 12 Minuten schon. Oh. Nicht schlecht. Okay. Das ist gut. Dann nein, nicht neues Objekt überprüfen, sondern Berichte sind normal, Partner schlecht, ja. Ist halt so, aber was wir nochmal machen können, ist eine Runde Mülltonnen tauchen. Nochmal ein bisschen was einfach so an Geld dazu verdienen. Mülltonnen tauchen eine Runde. Herbst, 7 Grad, oh, ist schon auch kälter jetzt geworden. Oh. Ja, ich wollte, haben wir da gefunden. Bauernsucher. Noch eine Runde Mülltonnen tauchen. Also, Hühlchen haben wir noch gefunden. So. Ah, Kunsthandwerkertisch. Noch eine Mülltonnen tauchen. Das. Guck dir die ganze Zeit zu. Phoenix Rude. Kakerlake. Aufwart. Okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall definitiv. Ach komm, machen wir noch eine Runde. Danach geht es wirklich nach Hause. Etterling. Trainer entschalten natürlich. Jetzt rennen wir hier hinten mal eben komplett durch, oder was? Was ist das denn? Und der ist. So, ich mir das jetzt aber nicht vorgestellt, Freundchen. Aber nun ja. Kosten nehmen. Oh, ich glaube, ich weiß, was da gekommen ist. Weil jetzt erstmal eben hier hin. Also, was haben wir denn da? Haben wir so eine Figur, die passt hier nicht rein. Also, kaufen. Und ich weiter kaufen. Bauern kaufen. Tisch kaufen. Kunsthandwerker Tisch. Kann weg. Kakerlake kann weg. Lämmchen kann weg. Roter Pfahlspitz weg. Laufbad. Eisen haben wir noch. Sehr gut. Und duschen gehen. Stinkt ja total. Genau. Da ist der Smaragd. Ich glaube, den legen wir uns hier auch mal irgendwo
Hier nicht dahin. Und hier auf den Tisch einfach. Und Position. Dann. Drehen. So, wunderbar. Sieht auch gut aus. Wulliflina. Ja, ich bin da. Was ist denn? Sammeln erstmal. 16. Ja, dann gehen wir schnell benutzen. Eisen können wir verkaufen. Das ist wichtig. Auch Quarz. Reifen lassen. Aktschliff. Kann man gut machen. Dann stoppen. Jetzt hat er sich auch umgezogen, denn ja, Minusgrade draußen. Sehr interessant aus, wie der aussieht. Den Handschuhen und allem. An. Ja. So. Okay, jetzt geht er erstmal in die Toilette reparieren. Ich guck mal, was wir noch machen. Hunger. Können wir morgen machen. Anfang. Alles ist alles in Ordnung. Zack, fertig. Und ich würde sagen, dass wir hier draußen jetzt was Licht einschalten. Genau. Und dann können wir hier noch Tier aus Tierheim adoptieren. Können wir vielleicht mal eine Katze oder sowas bekommen. Wenn die jetzt nicht allzu Nee, das machen wir in der nächsten Folge. Das machen wir in der nächsten Folge. Damit ich da auch noch was habe. Jetzt erstmal würde ich vorschlagen, dass wir... Was machen wir denn jetzt? Ich glaube, wir spielen erstmal noch ein bisschen hier jetzt mit jemandem chatten. Das ist immer gut. Ein bisschen das Soziale voranbringen. So. Wir haben Oliver Green kennengelernt. Den verstehen wir uns anscheinend auch schon anhiebend gut. Oliver, ich bin mühsam. Gut. Und wir sind müde, also gehen wir jetzt nicht essen, sondern schlafen. Okay, dann gehen wir auch erst essen. Auch. Das heißt, wir werden jetzt so ein bisschen länger schlafen. 9 Uhr. Ich glaube, ich habe noch nie länger als 8 geschlafen. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt bis 8. Ich bin nämlich ein sehr, sehr Kurzschläfer. Und anscheinend ist draußen sehr kalt. Ja, Winter. Ist klar. 6 Grad. 6 Grad im Winter. Was sind wir denn? Sieht doch auf jeden Fall nicht schlecht aus, so. Muss ich wirklich sagen. Schön. Schön gemacht alles. Ich wollte auch sagen, bis 9 Uhr schlafen. Sicher noch. So. Da sind wir auch ausgeschlafen. Neues Rezept kaufen erstmal nicht, wo wir genug Geld hätten. Möchte ich doch erstmal andere Sachen benutzen. Duschen. Können wir hier mal weitermalen. Ich mache in der Zeit erst noch mal einen lecker Screenshot. Vielleicht nicht, dann, wenn er da jetzt steht. Vielleicht drehe ich einfach die Kamera. So ist gut, genau. Und da ist die Folge jetzt auch schon wieder so gut wie zu Ende. Ich danke euch wie immer sehr herzlich fürs Zuschauen.
Pause. Ich danke euch immer sehr herzlich fürs Zuschauen. Falls euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen sehr freuen. Sollte euch mein Kanal gefallen, würde ich mich über ein Abonnement sehr freuen. Und jetzt kommt schon auch das Wichtigste. Ein Kommentar könnt ihr auch noch gerne hinterlassen. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.